Hallo und herzlich willkommen zurück bei Dux Aquaristikexperimente. Ich bin hier auf meinem Stand auf der Interzoo und der Kollege hier neben mir ist der neue Vertreter der Österreich-Wacht. Und somit könnt ihr, wenn ihr aus Österreich seid, jetzt demnächst schon Biohome zu lokalen Versandkosten beziehen und vielleicht auch in dem einen oder anderen Zooladen finden. Ja, darum kümmert sich jetzt der Carsten. Ja, und ich zeige euch jetzt hier in dem Video, was aus diesem Messaquarium geworden ist, was ich ganz alleine im Hänger abgeladen habe. Und da wünsche ich euch wie immer viel Spaß dabei. Wenn ihr nicht verpassen wollt, wie es weitergeht mit diesem Aquarium und auch mit den ganzen anderen Projekten, was ich mache, vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren, Glocke anklicken und wenn euch das Video gefallen hat, Daumen hoch und natürlich eure Fragen und Kommentare sind wie immer unten willkommen. So, jetzt fangen wir aber an. Für das Aquarium wollte ich gerne ein möglichst biotopnahes Layout gestalten mit sehr starken vertikalen Strukturen. Und dafür habe ich mich dann für Tonga-Stäbe aus dem Baumarkt entschieden, die eben so eine Art Schilfgürtel oder eben Bambuswald, der überflutet ist, simulieren sollen. Dabei muss man darauf achten, dass die Stäbe immer annähernd gleich lang sind. Deswegen hatte ich da, hier sieht man das daneben liegen, einen so einen Musterstab, der mir eben die Länge vorgegeben hat. Und beim Sägen muss man dann noch darauf achten, dass man das so ein bisschen dreht. Also ich habe hier eine Eisensäge verwendet und dann habe ich das immer so ein bisschen nachgedreht, damit man eben das Bambus nicht so ausfranst. Ich habe dann dicke Silikonpunkte auf kleinere Glasscheiben gemacht, dann da die Stäbe reingedrückt und sie dann am oberen Ende mit einer Kombi aus Styropor und Schaumstoff fixiert. Das habe ich dann noch so leicht beschwert und somit hatte man praktisch dann diese ganze Schilfgeschichte so, dass ich das dann später natürlich auch noch transportieren und auch hin und her schieben konnte. Insgesamt war das eine ziemliche Fummelei, das Ganze, das muss man schon sagen. Aber es hat funktioniert und dadurch, dass es eben unten mit diesem Silikon hält und oben nicht, schwingen die Stäbe auch noch ein bisschen in der Strömung und das Ganze sieht noch ein bisschen lebendiger aus. Hier seht ihr auch, dass ich mir noch ein paar bessere Rollbretter und Saugnäpfe gekauft habe. Würde ich euch auch empfehlen, wenn ihr solche schweren Sachen transportiert. Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Hier seht ihr jetzt schon das aufgestellte Aquarium auf der Messe am ersten Tag des Aufbaus. Das habe ich jetzt nicht so sehr detailreich dokumentiert, einfach auch aus Zeitgründen, denn man muss ja auch in einem gewissen Zeitfenster das aufbauen. Und das hat eben dann auch dazu geführt, dass ich einen Fehler gemacht habe. Und zwar habe ich einen Dichtring nicht so richtig erwischt beim Filterbecken und dadurch kam es zu einer leichten Überschwemmung. Und das war so ein Moment, wo ich echt happy war, dass ich diesen Unterschrank mit diesem Aquasafe-Konzept hatte von Aquarium Bar Friedeberg, denn es gab dadurch eben keinerlei Quellschäden. Na, so habe ich einfach den Dichtring nochmal ordentlich gesetzt und nachgezogen und dann war das Problem eigentlich auch schon gegessen. Ein weiterer Grund, warum ich das mit diesen Stäben ein bisschen flexibel gestaltet hatte, war ja auch der, dass ich einfach nicht wusste, wie groß die Pflanzen sind bzw. wie die genau aussehen. Ich hatte einfach bei der Wasserpflanzengärtnerei Krause in Dessau angerufen und habe gesagt, ich bräuchte ein paar schöne große Pflanzen für mein Schaubecken bei der Interzoo. Und er hatte mir dann gesagt, ja, er hätte da noch so ein paar schöne große Anubias. Und ja, bei großen Anubias denke ich so 60 cm müsste gut passen. Aber bei so einer Wasserpflanzengärtnerei ist eben so eine schöne große Anubias dann so groß. Na, also dieses stolze Exemplar ist fast so groß wie ich, also deutlich über 1,50 Meter. Und ja, da war ich natürlich jetzt erstmal vor die Herausforderung gestellt, wie ich das Teil irgendwo eingebaut kriege, dass es auch vernünftig aussieht. Die zweite Anubias war zwar mit guten 80 cm nicht ganz so groß, aber auch hier war sie natürlich für mein nur 60 cm hohes Becken deutlich zu fett. Ich hatte dann noch versucht, ob ich dem Ganzen so eine Art Strömungslayout geben kann, indem ich die Pflanze sozusagen mehr oder weniger quer reinlegt, dass es so aussieht, wenn sie praktisch durch die Strömung so rumgedrückt wird. Aber das habe ich dann irgendwie aufgegeben und konnte diese schöne Pflanze leider nicht verwenden. Die habe ich in meinem Aquarium zu Hause, das ja 80 cm hoch ist, eingesetzt. Und da könnt ihr sie demnächst mal wieder in einem Livestream oder wenn ich mal ein Update schicke von dem Becken bewundern.
Für die große Anubias habe ich tatsächlich hier so eine kleine Ecke aus dem Deckel ausgeschnitten und habe die einfach oben rausschauen lassen. Und es hat dann ganz gut gepasst. Da der Messerstand ja hauptsächlich dazu dient, die von mir vertriebenen Filtermaterialien von Biohome zu bewerben, war natürlich das Filterbecken von besonderer Wichtigkeit. Hier sieht man jetzt das EM1-Satz. Hier ging es natürlich darum, auch verschiedene Sorten zu zeigen. Das ist jetzt keine beispielhafte Bestückung, einfach nur, um eben verschiedene Sorten zu zeigen. Und die Pumpe hier drin leistet immerhin, zumindest laut ihren technischen Daten, bis zu 5500 Litern, ist voll aufgedreht. Und man sieht eben sehr schön, dass es zu keinerlei Hemmung im Durchfluss kommt. Obwohl eben hier dicht aufliegt, rechts ist noch die Heizung drin. Das ist ein Shego-Heizstab mit 600 Watt. Der wird über einen Inkbird-Controller kontrolliert. Und die Pumpe ist eine Sitsche SDC 6.0, die ich euch ja auch schon mal in einem früheren Video detailliert vorgestellt habe. Und mit diesen Maßnahmen haben wir es halt geschafft, das Wasser hier die ganze Zeit auf Nitrit, Nitrat 0 zu halten. Gesamtteil von 4, Carbonatteil von 4, pH-Wert knapp unter 7. Und das ist jetzt unser komplett aufgebauter Messestand auf der Interzoo 2022. Hier links im Bild ist übrigens Michael Toft, der Erfinder von Biohome, und sein Sohn Greg. Und das ist das fertig eingerichtete und besetzte Aquarium, das ich hier hingebracht habe. Links habe ich noch ein paar kleinere Absenker von dieser Anubias. Hastifolia ist es, meine ich, gesetzt. Dann habe ich noch ein paar Steine eingebracht, einfache Reinkiesel und dann ein wenig Laub, weil so wenig ist es auch nicht. Es sind schon etliche Catapa-Leaf-Blätter und auch ein paar von diesen Guave-Blättern. An Fischen habe ich hier drin 10 von meinen Altum-Skalaren, Pterophyllum Altum. Da habe ich 6 von den Orinocos und 4 von der Standortvariante Parsimoni drin. Und dann habe ich noch 8 von meinen Geophagus brachybranchos mitgenommen. Das waren sozusagen meine 24/7 Aquascaper hier in diesem Aquarium, die halt immer schön dafür gesorgt haben, dass der Boden regelmäßig mit Bergen, Gräben und Tälern versorgt wird. Und dann habe ich noch 20 Corydoras equus, 3 Expanserwälse hier drin. Es war mir halt ein Anliegen, mit diesem Aquarium auch mal zu zeigen, warum die Skalare diese Streifen haben, sie in einem möglichst naturnahen Umfeld zu präsentieren und ihr möglichst natürliches Verhalten in einer größeren Gruppe mal zu zeigen. In diesem Aquarium hatte ich tatsächlich schon eines der größten Aquarien auf der Messe. Und es war definitiv das größte Aquarium im Verhältnis zur Standgröße. Ich habe als einzigster ein Biotop-Aquarium ausgestellt und auch die Fischarten waren so nur an meinem Stand zu sehen. Ein Tier hatte sich beim Transport ein bisschen verletzt und musste behandelt werden. Da geht ein kurzer Dank raus an den dort ansässigen Veterinär, der mich beraten hat, und die Kollegen vom Aquarium Münster, die mir kostenlos die dafür nötige Medizin zur Verfügung gestellt haben. Dem Fisch geht es inzwischen auch schon gut und es war am nächsten Tag tatsächlich auch schon abgeheilt und muss jetzt halt noch komplett zuheilen. Ansonsten haben die Fische das alles super überstanden und definitiv weniger Stress gehabt als ich und sich komplett ruhig verhalten. Es gab sogar Balzgehabe bei den Skalaren und ein Gelege bei den Geophagus. Schade finde ich eigentlich nur, dass ich es nach ein paar Tagen alles schon wieder abbauen musste, denn eigentlich hat mir das Design und auch das Verhalten der Fische da wirklich super gefallen. Aber das ist ja umso besser für euch, denn das Aquarium werde ich komplett umgestalten mit einer ganz anderen Thematik. Und ja, das seid ihr natürlich eingeladen, euch das anzuschauen. Ein fettes Dankeschön geht raus an Aquarienbau Friedeberg, die mir bei der Umsetzung des Projekts geholfen haben, das Aquarium gebaut haben und auch die Beleuchtung von JMB Aqualight gesponsert haben. Auch an Wasserpflanzengärtnerei Oliver Krause geht ein fettes Dankeschön raus für die tollen Pflanzen, wenn auch eine ein bisschen zu groß war.
aber auf alle Fälle beeindruckend. An Simon Forkel, der mich ein bisschen beim Umgang mit den Altum-Skalaren beraten hat, damit da nichts passiert. Und auch die Tüten und Gummis gesponsert hat, weil in der Größe hatte ich die jetzt auch nicht gerade immer so rumliegen. Und auch an meine Familie, die mich natürlich auch bei dem ganzen Projekt unterstützt hat. Ebenfalls bedanke ich mich bei allen anderen YouTuber-Kollegen, die vorbeigekommen sind. Und für die vielen netten Gespräche, die wir da auf der Messe hatten. Und übrigens plane ich noch einen Livestream, bei dem ich mit euch gemeinsam über die Neuheiten der Messe und die Messe im Allgemeinen fachsimpeln möchte. Schaut doch da gerne mal rein. Damit ihr das nicht verpasst, wäre es gut, wenn ihr es nicht schon gemacht habt, dass ihr meinen Kanal abonniert. Lasst mir noch einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video und das Projekt hier gefallen hat. Lasst mir noch einen Kommentar mit euren Fragen und Anregungen da. Ja, ansonsten zeige ich euch jetzt noch ein paar schöne Bilder von dem Aquarium. Und das war's dann auch schon wieder. Bis demnächst bei Dukes Aquaristik-Experimente.